Das Gasthaus zur Sonne am Marktplatz soll noch dieses Jahr wieder öffnen. Seit 2009 wird das Haus von der Wohnungsgenossenschaft Karl Zeiss EG saniert. Heute wurden die Geschäftsführer der neuen Gastwirtschaft vorgestellt. Noch ist das Haus zur Sonne eine Baustelle. Das Gebäude wurde im Jahr 1370 errichtet und steht zu großen Teilen unter Denkmalschutz. Die Auflagen zum Denkmalschutz haben die Arbeiten immer wieder verzögert. Statt im Dezember 2011 wird das Gasthaus nun spätestens diesen November eröffnet. Die neuen Geschäftsführer haben bereits einen Mietvertrag bei der Eigentümerin WG Karl Zeiss unterschrieben. Katja Goldhahn wird die Geschäftsführung übernehmen. Matthias Goldhahn kümmert sich um den kaufmännischen Bereich. Stefan Pfeiffer ist gleichzeitig Geschäftsführer und Küchenchef des Gasthauses. Die drei führen bereits ein Restaurant in Rudolstadt. Die Gelegenheit, das Haus zur Sonne zu pachten, wollten sie sich nicht entgehen lassen. So ein historisches Objekt übernehmen zu können, ist natürlich immer etwas Hochinteressantes, etwas Spannendes. Und Jena ist auch eine ganz andere Stadt als Rudolstadt zum Beispiel. In Jena haben wir jetzt aus kaufmännischer Sicht eine höhere Kaufkraft. Wir haben die extrem vielen Studenten, die das Angebot spannend machen, also spannend, ein Restaurant zu betreiben, um wirklich alle Bevölkerungsschichten zu erreichen. Ja, das ist natürlich eine richtig große Herausforderung für uns und der wollten wir uns einfach stellen. Die Küche wird sowohl Essen für jedermann anbieten, als auch exklusivere Gerichte. So wird zum Beispiel auch Straußenfleisch auf der Karte stehen. Auf jeden Fall soll jeder Gast etwas in seiner Preisklasse finden. Im Innenraum wurden die denkmalgeschützten Holzbalken erhalten. Sie sollen das historische Ambiente in das Gasthaus bringen. Rund 100 Gäste werden hier Platz haben. Im Außenbereich können es sich nochmal 70 Gäste gemütlich machen. Schon am 15. Oktober will die neue Geschäftsführung das Haus zur Sonne öffnen. Allerdings muss bis dahin noch viel getan werden, sodass sich die Eröffnung auch bis November hinziehen kann.